Geschichtswissen. Oh. Ich erschwere sie um göttergefällige 7 Punkte. Jo. Sieht gut aus. Nope. Leider nicht. Und eine von Abelmir. Ja, dann ist dir bekannt, was damals am Friedhof der Seeschlangen passierte? Du hast die Gerüchte gehört, die Gerüchte der sieben gezeichnet. Die Tagebücher, wie gesagt, sind unter Verschluss, aber das, was dort damals passierte, 3 Exemplare wurden gerufen und 2 verließen den Friedhof. Eine konnten die sieben gezeichneten bereits während der Beschwörung vernichten. Die anderen beiden sind entkommen. Plagenbringer die erste geheißen, das Objekt 1 nach der KGA-Klassifizierung. Und das zweite Objekt? Auch das trägt einen Namen. Die Stadt aus der Tiefe. Ein Ungetüm der ersten Stunde. Ein Konglomerat. Eingefangene Schiffe, die nicht gefressen werden, sondern an das Schiff gebunden werden. Wie eine riesige Stadt. Eine riesige Stadt aus der Tiefe. Die über die blutige See treibt. Langsam. Langsamer noch als die Plagenbringer. Sie wird nicht gezogen, sondern sie treibt wie, ja, wie Unholz eben umher. Tang und Korallen, ein Stahlkonstrukt, was sich dort oben aufgebaut hat. Anlaufpunkt für sämtliche Schiffe, die darauf handeln wollen. Ich stelle dieses Wissen nur in den Raum, aber ein Besuch in der Stadt in der Tiefe wäre möglich, um die Prozente vielleicht zu erhöhen. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Ich meine das durchaus ernst, aber ob ihr diesem Vorschlag darauf eingeht, das kann ich euch nicht sagen. Ich wollte nur sehr hilfreich sein. Da meine anderen beiden Schwestern mich verlassen haben. Ja, warum seid ihr noch hier? Sie tippt sich wieder auf die Nase. Das ist die Frage, die es zu klären gilt. Ich gucke mal zu meinen Magierkollegen, sage ich schon, zu meinen Mithelden. No, sag ich. Nicht mit dem Feind paktieren. Sobald ich auch nur. Ihr habt Xelrans Boten nicht gehört. Sobald ich auch nur einen Fuß auf eine andere Dämonenleiche setze, bin ich tot. Und ihr Eltern genauso. Das stimmt nicht ganz. Die Stadt aus der Tiefe ist erzneutral und das bedeutet, dass dort niemand angegriffen werden darf. Natürlich. Das meine ich ganz ernst. Es wird euch sicherlich in den Fingern jucken, aber wenn ihr dort, sagen wir, ein paar Krakonier angreift oder ein paar, sagen wir, Paktierer im meinetwegen vierten Kreis, weil sie sehr götterungefällig sind, dann werdet ihr ertränkt. Ebenso werden sie ertränkt, wenn sie euch angreifen. Sie ist kostspielig und, nun ja, sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig für Paktierer wie auch für göttergefällige Knechte gleichermaßen, aber sie ist eine Chance. Wie ist denn dieses Hexenweib? Wer ist der neue Also Magier? wenn ich einen Fuß auf eine Dämonenleiche setze, die nicht die Perlenwacht ist, dann um sie zu töten. Wie gesagt, ich glaube, das ist verboten. Ach so, und die Anlegegebühr für eine Dämonenarche solcher Größe wird sicherlich auch beträchtlich sein, aber naja, macht euch darüber keinen Kopf. Ihr könnt auch mit einem kleineren Schiff anlegen. Ich glaube, ich habe da unten eins, nun ja, gerade zur Reparatur, aber möglich wäre es zumindest. Wir könnten den Besuch hier verbinden. Wir sprechen erst mit dem Kapitän und dann versenken wir dieses Ungetüm. Tun wir mal so. Also müssten wir diese Stadt der Tiefe finden.
Sie muss nicht gefunden werden. Ich glaube, so wenig wie sie sich bewegt, wird sie sich immer noch irgendwo südlich von Sinoda aufhalten. Wir können das in Erwägung ziehen, aber ich glaube nicht. Außerdem wird Kohlrab sich ungern von einem Bakterier ins Handwerk pfuschen lassen wollen. Ich, wie gesagt, kam nur nicht umher, eure Geschichte zu belauschen. Verzeiht mir. Damit ist meine Schuld erfüllt. Sie nickt und dreht sich einmal frech um und verschwindet dann nach draußen. Stellt sich natürlich die Frage, warum diese Hexe davon weiß. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir mit Bruder Fürchtepreios erörtern sollten. Bruder Fürchtepreios ist überhaupt zurück mit uns aufs Schiff gekommen? Bestimmt. Bestimmt. Da gab es irgendeine Ansage von Offizieren, das wäre jetzt blöd, wenn wir uns nochmal wieder einen neuen Preios-Geweihten suchen müssen, der ist auch da. Naja, ich meine, er durfte nicht mit rein. Also wir haben ihn gar nicht erst mitgenommen, entsprechend war er bei den Hauptmännern, entsprechend ist er mit denen einfach wieder zurückgekommen. Richtig, perfekt, super, danke. Das ist überhaupt kein Logikbruch. Ja. Gut. Morgen, Kapitän, ihr könnt doch nicht wirklich dieses Angebot in Frage stellen. Wie gesagt, wenn wir sowieso da sind, um die Arche zu vernichten, könnten wir auch genauso gut den Kapitän ausquetschen. Wie groß ist diese Arche? Ich habe keine Ahnung. Das solltet ihr aber wissen, bevor ihr etwas entscheidet. Deswegen werden wir es jetzt auf jeden Fall nicht tun. Greifenmond! Blutschluck! Ja, Blutschluck steht wieder an der Tür. Was? Schaut so ein bisschen, zieht die Augen hoch. Was macht der denn noch hier? Guckt auf Arme. Ja. Monsieur? Trontek ist gerade mit seiner Kutsche wieder gefahren. Verfluchte, verfluchte, verfluchte! Warum habt ihr ihn rausgelassen? Mir doch scheißegal, was er tut. Warum ist der Horasia noch hier? Guck ihn mir von unten bis oben an. Von oben nach unten, von unten nach oben. Signorino, warum seid ihr noch hier? Warum hat der Graf geweint wie ein Mädchen? Das geht euch überhaupt nichts an. Ja, die Steuerfrauen sind seine Töchter. Könnt ihr mir noch einen Brief schreiben? Götterverfluchte. Oh, Kapitän. Eure Disziplin auf diesem Schiff lässt zu wünschen übrig. Oh, das willst du mir erzählen? Er geht mit seinem klonkenden Bein auf dich zu. Ich rede mit dem Kapitän, nicht mit euch. Und ich rede mit dir. Er dreht sich so ein bisschen um zu Yalan. Oh, Kapitän, wir haben noch ein paar Äste dort. Lutschlock, wir werden niemanden auf Äste stecken, nur weil er euch nicht gefällt. Wir werden überhaupt niemanden auf Äste stecken. Da fielen mir so viele Regeln ein. Wie war das? Regel Nummer 4 oder so. Er schaut dich jetzt an, was du jetzt erzählen möchtest. Respektiere keine Schwäche. Davon erzählst du doch immer. Nun, dann gib dir nicht die Schwäche, dich von dem Magier hier aufregen zu lassen und geh lieber Untote töten. Ein paar Drachen, ja. Regel Nummer 4. Respektiere niemals Schwäche oder Mitleid, denn sie macht den Starken schwach. Dann dreht er sich wieder zu Abelmir um. Die neuen Regeln des blutigen Schnitters nach Goryo Durgul Labet. Und damit geht er. Du jetzt also verlassen vom Markgrafen, was auch immer er dort oben besprochen hat, auf einer Dämonenarche gefangen mit ein paar Reichsverrätern. Und einem Irren. Mehrere einen Irren, aber du hast nur einen kennengelernt. Wir haben eine Flanke, wenn du willst. Er ist etwas eigen, aber unbeschreiblich kompetent. Kompetenz ersetzt nicht Disziplin. Kompetenz ist alles, was ich von ihm brauche.
Ich ahne es, wohin diese Reise führt. Im Gegensatz zu manch anderem hat er wenigstens eine reine Seele. Ihr sagt also, ihr habt keine reine Seele? Das nehmt ihr zurück. Ich habe mich gefragt, es war eine rhetorische Frage. Ihr sagt es selber, gegenüber zu anderen hat er eine reine Seele. Ihr müsst unseren Steuermann auf dem Schalterhaufen verbrennen. Mon Dieu, was hat er getan? Paktiert. Dann kann man seiner Seele nur wünschen, dass sie in Bornhallen einkehrt. Wo wir gerade beim Thema Einkehr sind. Ich kann euch leider keinen Geleitschutz zurück nach Perikum an die Seite stellen. Ui. Könntet ihr vielleicht noch einen, sagen wir, Bordmagier brauchen? Ein Gefechtsmagier? Eldar? Was weiß ich überhaupt über seine Schule? Also als Magier-Kollege? Geschichtswissen erschwert um nur 3 Punkte. Okay. Oder Magiekunde, das würde glaube ich. Ja, Magiekunde. Ja, Habel mir kann dir dann erzählen, was in Betana so gelehrt wird, wofür die bekannt ist. Also bekannt ist für Schlachtweltmagie und Schadensmagie. Unterstützende Magie auf dem Schlachtfeld, der Truppen und des Einzelnen. War mein Dispens, weiße Gilde zurzeit. Zudem. Also sie sind nicht nur körperlich, sondern auch geistig sehr aktiv, könnte man sagen, und rege. Das Einzige, was dich stören könnte, ist, dass es horasisch ist. Ui. Keine Reichstreuen. Ja, doch schon. Also mit den Horasern gab es ja immer wieder ein paar Probleme und dann hat sich das Horasreich abgespalten, aber ganz generell sind götterfürchtige Menschen, aber sie dienen eben nicht dann der Königin Ema, sondern, ja, Horas. Amina. Also nicht perfekt, aber ziemlich nah dran. Ja, ziemlich nah dran. Kein Kollege aus Schwert und Stab, aber das Beste, was wir vermutlich in dieser Gegend auftreiben können. Betana. Er sagte keinen. Kein Kollege aus Schwert und Stab, mein Herr. Ja. Den würde ich natürlich noch vorziehen, aber ich glaube, er ist das Beste, was wir aufgrund unseres baldigen Status für die nächsten Jahre bekommen werden. Nun gut, wenn ihr die nächsten 7 Tage überlebt, habt ihr die Stelle. Zudem könnte ich unterstützen bei Logistik, Strategie und Taktik. Großartig. Noch ein Südländer, der mir über die Schulter schaut und mir besser... No, ich nicht über die Schulter schaut, euch unterstützen, beraten. Das sagt Carino auch immer. Ich nehme euch Arbeit ab, nicht ich schaffe euch Arbeit mehr. Auch das sagt Carino immer. Von draußen könnt ihr jetzt einen unglaublich langgezogenen Schrei, ein Brüllen von Bisfrabul hören. Männer, macht euch bereit, Äxte zu schärfen! Und während ihr ziemlich entgeistert in Richtung von Bisfrabuls Stimme horcht, könnt ihr bemerken, dass sich die Arche jetzt bewegt und zwar landabwärts, und zwar in einen Sprint verfällt. Und gleichzeitig gibt es einen weiteren langgezogenen Schrei, der klingt jetzt allerdings furchteinflößend, hässlich zerrissen und chaotisch, die Niederhöllen selbst darauf beschwörend. Der Schrei von einem gewaltigen Drachen erklingt. Bei und dann allen Blutschruck mit bereits blutender Hand an euch vorbei, die Treppe hoch und schreit den Rondra-Geweihten an. Ahmad Jadr al-Bakr ibn Nasreddin, er möge die Arche wieder zurück aufs Land lenken, damit er kämpfen kann. Befehl zurück, Blutschluck, du wirst nicht gegen einen Drachen mit bloßen Händen kämpfen. Ja, Blutschluck hatte ich beiseite die Treppe so ein bisschen runter, dass du hier runterfällst und stolpert gerade nach oben. Kannst das Schreien von den beiden hören, der Rondrianer gegen den Chorgeweihten. Und auch Kiaras ist wach geworden von dem alles ohrenbetäubenden Schrei von Rassasor. Ich würde gerade sagen, ich brülle erstmal Richtung Kiaras. Karinor, werd endlich wach! Aufs Deck, vorwärts! Und dann sprint ich die Treppe hoch. Rotzen werden abgeschossen, auch ohne Befehl von dir. Er klingt jetzt ein vielstimmiges Geschoss. Die leichten Rotzen, die mittleren Rotzen und auch die schweren Rotzen, da wird gerade Maß genommen und ein unglaubliches Chaos entsteht jetzt an Deck.
Wassersource gekommen. Können wir gerade echt nicht brauchen. Ja, wie gesagt, ihr verwaltet einen Sprint und mit den 18 Metern pro Sekunde seid ihr relativ schnell von der offenen Küste weg, aber den Schrei von Rassasor selbst könnt ihr immer noch hören, wie er oben irgendwo über euch in den Trollzacken sitzt und seine Wut euch entgegenbrüllt. Hoffen wir, dass der Markgraf das überlebt. Kapitän, wie viele neue Geschützmänner haben wir angehört? Ich glaube, wir brauchen jetzt neue. 8. Wie viele Geschütze sind unbemannt? 4. Verdammt. Der Tag wird ja besser und besser und besser. Jedenfalls, sobald ich oben bin, hau ich erstmal Blutschluck aufs Maul. Okay. Ja, er packt auch gerade Ahmad und schüttelt ihn so ein bisschen, und wenn du ihn schlägst und schlägst und schlägst, merkst wohl, wie er natürlich dann blutet durch die verschiedenen Platzwunden, die du deinem Gesicht beibringen kannst. Er hat hier gerade den Fokus, er sieht rot, genauso wie Ahmad, und ja, beide prügeln sich da oben, du dann eben auf die andere Seite, bis er dann irgendwann von zwei verschiedenen Seiten niedergerungen, niedergerauft wurde, schreit weiter und kannst sehen, wie seine Augen feuerrot leuchten, bis du ihm dann den letzten zu Boden schickenden Schlag senden kannst. Ja, wenn ich die Kinder da oben kämpfen sehe, übernehme ich den Befehl über die Männer und schreie sie an, dass sie auf Posten gehen sollen. Dafür bist du da. Irgendwer, die leeren Geschütze bemannen soll, der auch nur halbwegs Ahnung davon hat, wie man schießt. Ja, und während die Arche sich weiter von Land absetzt und mit gewaltigen Sprung über die See sich entfernt, kannst du noch sehen, wie Myriaden von Untoten über die Klippe der Trollzacken hinüber ins Wasser stürzen, brechen, Knochen, die knacken, weil sie viel zu alt sind. Du kannst einige untote Oger mit Fleischfetzen sehen, wie sie dort gerade mit schweren Steinen auftauchen, und noch einige verschiedene Unteroffiziere, die wohl mehr tot als lebendig sind und da wohl versuchen, andere Untote zu dirigieren. Nachdem etwas Ruhe wieder eingekehrt ist, ihr könnt in der Zeit auch regenerieren, da sonst nicht viel weiter passiert. Ahmad lenkt dann das Schiff weiter. Erst einmal wieder in Richtung der drei Inseln, Ilderash und Eurong und so weiter. Ihr könnt euch da, wie gesagt, ein bisschen wieder zurückziehen und regenerieren, zu Kräften kommen. Also ich halte für eine ziemlich lange Zeit roten Alarm auf dem Schiff. So, wenn ich den Drachen gehört und gesehen habe, dann halte ich so lange hier alle auf Wachposten, bis wir 100% sicher sind, dass das Ding nicht hinter uns her ist. Ja, also das könnt ihr auch auf alle Fälle sehr, sehr schnell dann sehen, wenn ihr die Trollzacken wieder verlasst und auf die offene See fahrt, dass die euch nicht folgen. Also auch der Drache wird dann sitzen bleiben auf seinen Trollzacken, die ihm gehören. Das ist sein Anspruch und gar nicht so weit entfernt von Wahrung. Was bei den Niederhallen war das für ein Viech? Das war der Schwarze in der Wache, schätze ich. Ich habe schon Drachen gesehen, aber das... Ziemlich symbolisch, dass sich die beiden Herrscher von Wahrung hier in den Trollzacken nicht wirklich treffen, aber dass sie beide gemeinsam euch erreichen. Vielleicht ein Zeichen der Götter. Der ehemalige Herrscher und der neue Herrscher. Vielleicht werden wir gegen das Vieh einmal kämpfen, wenn unsere Arche Flügel hat. Bis dahin lieber nicht. Eines Tages werde ich ihm mein Schwert schon höchstpersönlich in den Rachen stoßen. Bis dahin, Kurs südwärts. Wir müssen nach Helmport. Auf uns wartet jede Menge Gold. Fangen wir lieber mit kleineren Drachen an. Habe ich euch schon von den Perldrachen... Ja, habe ich. Aber ich habe eine wunderschöne Zeichnung von einem Perldrachen. Abelmir wird eine der leeren Offizierskabinen zugewiesen, damit er sich dort zurückziehen kann. Seine wenigen Sachen, die er mitgenommen hat, kann er dann hier ablegen. War natürlich noch eine ganze Menge mehr in der Kutsche und natürlich auch in Perikum, aber jetzt nur die wenigen habe, die in einen Rucksack passen, beziehungsweise in die Tasche eines Magiers. Kann da sich dann, wie gesagt, eine der leeren Offiziersräumlichkeiten suchen.
Wie gesagt, hier ist Kiaras. Die sind jetzt quasi alle leer. Könntest du dir ein eigenes Doppelbett nehmen, und wenn du irgendwelche Sachen brauchst, sowas wie ein Alchemietisch, dann wird das sicherlich dir bereitgestellt. Ja, wow. Ich weiß gar nicht, wo. Achso, Jalan schläft immer noch unten beim... Immer noch in Iribalgos Kabine. Iribalgos Kabine, genau. Die jetzt allerdings auch leer ist. Es ist sehr leer geworden auf dem Schiff. Natürlich habt ihr mehr Soldaten und viele, viele Soldaten dazu bekommen, aber es fühlt sich trotzdem leer an, wenn einige Menschen fehlen. Myria, Ephadaios, Ragnar. Ich erinnere mich gar nicht erst dran. Ja, nachdem ihr euch ein bisschen ausgeruht habt und zu Kräften gekommen seid, immer noch mit starkem Schritt wird die Arche gelenkt, könnt ihr euch dann wieder am heutigen Tage versammeln. Wahrscheinlich am Offizierstisch, zusammen mit dem Neuzugang, der jetzt wohl oder übel dabei sein muss. Die neuesten Pläne. Gut, unser Plan sieht wie folgt aus. Erst einmal müssen wir nach Kontium unsere Belohnung einstreichen. Belohnung für was? Für das Töten einer Dämonenarche natürlich. Ah. Welche Dämonenarche, wenn ich fragen darf? Die Asagena Imperiala. Ah. Ui. Kleines Ding, 23 Schritt. Hoho. Klein. Nun gut. Also natürlich relativ. Danach müssen wir uns daran machen, Elmporter Vordermann zu bringen. Wir werden Bevölkerung brauchen und Leute anstellen müssen. Vielleicht lassen sich ein paar Siedler gewinnen. Flüchtlinge aus den Schwarzen Landen, denen wir zumindest das Land versprechen können. Das wird jede Menge Überzeugungskunst brauchen. Das ist bei diesen Leuten. Gibt es nicht auf Kunchom Raskana? Die gibt es. Und da werden wir anfangen. Über. Ich wünschte, Brindidian wäre hier. Der konnte mit seinesgleichen gut. Er war Maraskana? Er war Maraskana. Wie steht es um die Vorräte? Waffen, Getreide. Uns fehlt ein Spannseil für einen Harpunal. An Munition stehen wir noch gut da. Und ich hoffe einfach mal, dass die Hauptleute auch Proviant gekauft haben. Ich hatte gehofft, den Pericum aufstocken zu können, doch naja. Ihr hofft? Das war eine Mutti-Ansage, der letzte Satz, sorry. Weil wir rechnen das in die Personalkosten rein und halten das nicht extra nach und naja. Nichtsdestotrotz, nach Kunchum ist es etwa einen Tag. Vielleicht zwei. Wir sind doch schon schön schnell unterwegs. Habe mir, du darfst gerne mal eine Geografieprobe oder irgendwas in der Art werfen. Kartografie ginge auch.